Leipzig Connewitz, Dirty Tony Wrestling. Ein weiterer Friday Night Highlight Fight hier für euch auf dem Channel der European Wrestling Promotion. Ein Tag-Team-Kampf steht heute an und auf der einen Seite haben wir die wenig harmonierende SG Eintracht Ranzig. Ich hasse dich. Ich wünschte, du wärst nie geboren. Und wenn du es diesmal verkackst, dann wirst du nie wieder in den Ring steigen. Ich trete dir alle deine Knochen kaputt. Versteh das. Dirty Johnny Rancid und Chris Opus. Und auf der anderen Seite das Team der vielleicht besten deutschen Talente. Tiny Tim Stübing, The Future of Catch und Norman Harras. Viel Spaß mit diesem Kampf. Wünsche ich euch. Aus Fuß zum ersten Mal bei uns der Rohdiamant Norman. Aus Hannover, 18 Jahre alt, The Future of Catch, Tiny Tim Stübing! Tag Team Action hier beim Summer of Wrestling und wir sehen ein neues Gesicht. Und der junge Mann ist ein absoluter Riese. Norman Harras kratzt an den 2 Metern und duelliert sich hier mit Chris Opus. Ja, und es ist nicht das erste Mal, dass wir Chris Opus und Johnny Rancid Seite an Seite sehen. Es ist sogar das 3. Mal. Und so erfolgreich lief das bisher nicht. Also von Eintracht kann man hier bei der Eintracht Ranzig überhaupt nicht sprechen. Und Johnny Rancid hat Chris Opus gedroht im Vorfeld, hat gesagt, wenn du das hier verkackst, dann breche ich dir die Beine. Und jetzt tänzeln hier Norman Harras und Chris Opus ein bisschen um sich herum. Und es ist sehr, sehr interessant, wie viele verschiedene Wrestling-Schwimmen wir hier im Ring sehen in diesem Tag-Team-Match. Natürlich Tim Stübing, der Tag-Team-Partner von Norman Harras aus der European Wrestling School, Chris Opus aus der GWF Training School und Norman Harras aus der WXW Academy. Und schauen wir doch mal, was der gute Mann hier mit seinem Hannover-Debüt so kann. Was er kann, was er erreicht, was er zu zeigen imstande ist. Er hat sich sehr, sehr auf dieses Match gefreut, auf sein Debüt in Hannover, hat im Vorfeld gesagt, ich freue mich sehr, in so einer traditionsreichen Catch-Stadt antreten zu können. Und jetzt kommt er in den Ring, der Pöbelpunk, und das war auch nicht der freundlichste Wechsel. Und Johnny Rancid hat auch richtig Lust, offensichtlich in den Ring zu steigen. Wir hoffen natürlich, dass er viel, viel mehr Lust hat. Am Samstag, dem 31.08. bei der Catch Cruise in den Ring zu steigen. Johnny Rancid wird dabei sein und er trifft auf Emil Sitocci. Schöner Takedown, aber sofort befreit sich Johnny Rancid. Und Harras geht in die. Bleibt in der Kopfschere und in den Handstand hinein. Und sofort der Headlock von ihm hat Johnny Rancid jetzt in ganz gefährlicher Situation. Der Größenvorteil von Norman Harras ist absoluter Wahnsinn. Der junge Mann überragt sowohl Partner als auch Gegner deutlich. Und jetzt geht das ganze Spiel wieder von vorne. Das Ringrichter natürlich Ahmed Scheer. Hat alles ganz genau im Blick und hofft natürlich heute nicht zu einer Open Challenge antreten zu müssen, wie beim letzten Mal. Headlock von Johnny Rancid und Harras versucht ihn gleich auszuhebeln, gelingt aber nicht so gut. Der Pöbelpunk, Johnny Rancid, wird in die Seite geschickt. Das Body aber abgefangen, als wäre nichts. Und Body Slam. Ja, Johnny Rancid sagt selber, er war 2 Jahre in Hannover unbesiegt. Und dann kam Chris Opus und mit ihm kamen die Niederlagen. Und beim letzten Mal traten die beiden an, unter anderem gegen Ecki Eckstein. Okay, was? Ja, ein Mann pro Team ist auch eine Regel, die man durchsetzen kann. Aber so schlau ist die Aktion auch einfach gar nicht. Also, vielleicht jetzt der Wechsel zwischen Norman Harras und Tim Stübing. Okay. Clothesline. Ja, wenn die Gegner sich nicht einig sind, da kann man sie auch einfach mal beide verprügeln. Norman Harras hat das ganz schlau gemacht, schön ausgenutzt. Aber jetzt kassiert er einen harten Kick vom Pöbelpunk.
Und wie ich gerade sagen wollte, ja, die beiden kämpfen seit, ich glaube, 3 Shows Seite an Seite. Und jedes Mal hat Chris Opus danach auf die Schnauze gekriegt, weil er jedes Mal laut Johnny Rancid dafür verantwortlich war, dass das Team nicht gewonnen hat. Und Tim Stübing jetzt endlich im Ring und schafft ja auch fast gleich den Erfolg. Aber Johnny Rancid natürlich kann sich befreien. Und die stolzen Fans hier im X-Files natürlich hinter Tiny Tim Stübing. Der Junge aus Hannover, the future of Catch mit dem European Uppercut. Und der Griff in die Augen, dafür kann man auch eine Geldstrafe und eine gelbe Karte verteilen. Hedge, ja? Rancid nimmt Anlauf, aber Stübing weicht aus und der Vorarm trifft genau sein Ziel. Aber, da ist Johnny Rancid sofort mit dem Knee-Strike hinterher. Und jetzt geht es hin und her. Wieder Knee-Strike. Und diesmal hat er aufgepasst, aber muss mit dem Gesicht in die Ringecke. Und jetzt ist Norman Harras wieder im Ring. Okay, Chris Opus wechselt sich rein. Johnny Rancid sagt, ich habe doch alles unter Kontrolle. Ist das super, aber das sah eigentlich nicht danach aus. Und auch Chris Opus hat nichts unter Kontrolle. Stattdessen hat die Kontrolle nun Norman Harras, der aber in die Seite geschickt wird. Sich zu legen, schöne Rolle und wow, was für ein Uppercut von Norman Harras. Wieder der Wechsel zwischen Harras und Stübing. Schöner Body-Slam und jetzt auch der Slam gegen Stübing, aber auf Chris Opus. Schöne doppelte Aktion, doppelte Teamaktion, das kann man nur bis 2. Kann Chris Opus hier nochmal ins Match zurückkommen und die Eintracht rannt sich am Leben halten? Letztes Mal hat er eigentlich gar nichts gemacht. Ecki Eckstein hat einen Stuhl mit in den Ring gebracht, hat den auch eingesetzt, hat dann so getan, als hätte Chris Opus den benutzt. Und dafür wurde das Team dann disqualifiziert. Jetzt kassiert Chris Opus hier einen Armdrag, noch einen zweiten hinterher. Und geht in die Seite. Aber der Reversal. Aber Opus präsentiert sich hier wirklich gut. Aber Stübing mit dem Shoulderblock und ist oben auf. Rancid sieht aus, als hätte er gar keine Lust mehr. Wollte hier schon den Ring verlassen. Und schaut einfach dazu, wie sein Partner weiter attackiert wird. Wow. Schöne Slingshot-Aktion gegen Chris Opus. Das Cover von Norman Harras hinterher. War es das jetzt? Nee, Ahmed Cher zählt nicht. Unerlaubte Teamaktion. Bleibt ohne Wert. So ist das in Hannover. Hier wird Tradition noch groß geschrieben. Good old quality catch. Opus fängt Norman Harras ab, aber wie rabiat, wie brutal. Prügeln ihn einfach nieder dann. Aber auch Harras kann zurückschlagen. War das ein Wechsel? Das war ein Wechsel. Und Chris Opus attackiert das Bein von Norman Harras. Und genau so kann man einen großen Wrestler fällen, wie einen Baum, auf die Gliedmaßen. Jetzt auch noch der Dragon Screw hinterher. Das Knie komplett überdreht. Und das scheint jetzt das Mittel der Eintracht Ranzig zu sein. Ahmed Cher selber, absolut fairer Sportsmann, sagt immer wieder, du musst deinen Gegner auch aufstehen lassen. Aber Johnny Rancid setzt nach, wird aber eingerollt. Wow, das hat bis nach Berlin gescheppert, dieser Kick.
Und Johnny Rance hat absolute Ringübersicht. Versucht Norman Harras hier so weit wie möglich von seinem Gegner wegzuhalten. Sollte sich aber nicht hier mit seinem Partner streiten, wenn er endlich wieder einen Sieg in Hannover einfahren will. Der Wechsel mit Chris Opus. Und auch er hält Norman Harras davon ab, zu wechseln. Nicht vergessen, liebe Fans, am 31. nach die große Catch-Cruise. Unter anderem mit John Klinger, mit Lucky Kid, Wesner, Vader Scott, Speedball Mike Bailey und auch Dirty Johnny Rancid. Und natürlich auch Tim Stübing. Tim Stübing wird antreten gegen den Held der Hauptstadt. Mann der Zeitgeschichte, Pascal Spalter. Und Johnny Rancid zum ersten Mal überhaupt im direkten Duell mit Emil Sitocin. Die Fans haben Norman Harras absolut ins Herz geschlossen, schon bei seinem ersten Auftritt hier in Hannover. Und er versucht sich auch zurückzukämpfen, aber... Okay, Johnny Rancid sieht zu, wie Harras sein Partner sprüht, aber dann schlägt er zu. Russian Leg Sweep. Also Freunde werden die beiden nicht mehr. Bleibt abzuwarten, ob sie noch ein gutes Team werden. Schön macht das hier Johnny Rancid. Also Wrestling kann der Mann, ja. Und seit Jahren eine feste Institution in Hannover. Wieder der Wechsel mit Chris Opus. Mach was! Chris Opus fragt Johnny Rancid, ob er weiter das Bein attackieren soll. Johnny Rancid sagt, mach halt was. Also. Kommt Norman Harras hier nochmal ins Match zurück. Das ist, glaube ich, das Zünglein an der Waage. Er fightet sich tatsächlich wieder hoch. Aber sofort ist Chris Opus wieder da. Brutal rabiat. Und das könnte er sich tatsächlich von Johnny Rancid abgucken. Ich glaube, diese harten Tritte, diese Kicks, die einfach nur dazu dienen, den Gegner komplett fertig zu machen, zu zermürben. Ansatz zum Whip-In. Aber Norman Harras blockt das Ganze. Den Spinebuster abgefangen und die Ohrfeige. Noch ein Palmstrike hinterher, aber der dritte ausgewichen und dafür gibt es die Ohrfeige von Chris Opus und den Chop hinterher und damit fällt Norman Harras. Ansatz zur Senten, oh, soll sie kommen? Aber ins Leere! Jetzt sucht Norman Harras hier seinen Partner, findet er aber nicht, findet nur Johnny Rancid und der mit dem Kick ins Leere. Diese schallende Ohrfeige. Und er tritt hinterher und noch ein Schlag. Aber er sollte vielleicht einfach mit seinem Partner wechseln. Das wäre vielleicht die sinnvollere Idee, anstatt hier noch ein Wrestling-Match gegen Chris Opus bestreiten zu wollen. Jetzt muss er selber durchatmen. Das Bein hält im Augenblick noch. Und der Kick und jetzt endlich der Wechsel mit Tim Stübing. Das war der Wechsel mit Johnny Rancid. Und Dirty, wie er ist, sofort mit einem Tritt. Hat genau sein Ziel erreicht und jetzt könnte das das Ende bedeuten. Diese Neckbreaker-Variation. Aber Tim Stübing befreit sich. Und schafft es sogar wieder auf die Beine. Superkick ins Kinn von Johnny Rancid und von Chris Opus. Schöner Swinging Neckbreaker. Senten und damit hält Chris Opus seinen Partner im Match. Aber da ist Norman Harras. Big Boot gegen Chris Opus. Bicycle Kick gegen das angeschlagene Bein. Und Shining Wizard gegen Norman Harras. Noch ein Bicycle Kick, diesmal gegen Tim Stübing. Bicycle Kick, aber ins Leere! Chris Opus hat Norman Harras festgehalten, der weicht aus. Johnny Rancid trifft seinen Partner und kassiert.
hier die Close-Ein. Und das Tim! Tim mit dem Springboard Crossbody! Tim und Norman gewinnen in diesem Tag Team Match beim Summer of Wrestling. Und Johnny Rancid präsentiert sich hier absolut als schlechter Verlierer, attackiert Chris Opus mit dem Vorhand, mit dem Bicycle Kick und Stopp. Das ist das Ende der Sportgemeinschaft Eintracht Ranzig. Das mag das Ende der Eintracht Ranzig sein, aber ich glaube nicht, dass das das Ende zwischen Johnny Rancid und Chris Opus war.